Ja, doch, so gängiger Bereich. 5.000 bis 6.000 hätte ich jetzt gar nicht so hoch erwartet. War doch gar nicht so schlecht. Vielleicht probiere ich den nochmal aus. Scheint er doch recht schnell zu sein. Und recht defensiv stark. Ja, ich denke, den probiere ich mal aus. Oh, warte, warte, warte. Auch wenn es ein... Nein. Auch wenn es ein Dingens ist, ein griechischer Ligist hier mit von dem Olympiakos Piraeus. Ne, weiß ich nicht. Ein Z, also ein Innenverteidiger mit 74 Tempo ist eigentlich schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Liga spielen halt wenige. Er will 1800, das kann man glaube ich auch vergessen. Ach ne, ist er nicht. Wenn er jetzt aus der französischen oder aus der italienischen Liga wäre oder so, dann hätte ich mir vorstellen können, dass die, dass der dann beliebter ist, aber Olympiakos Piraeus, ich habe gestern Abend gegen einen gespielt, der griechische Liga spielt und ja, gegen den ging es auch einfach. Ibrahim, ich würde mich jetzt ja freuen, habe ich auch, als ich ihn das letzte Mal gezogen habe. Tue ich aber nicht, denn ich habe ihn jetzt schon auf der Transferliste. Und der geht noch nicht mal für 3.000 weg. Also momentan zumindest. Vielleicht habe ich Glück und kriege den heute Abend für 4.000 mal wegverkauft. Aber momentan geht er noch nicht mal für 3.000. Ja. So langsam kommt dann wieder die Zeit, wo ich wieder hoffe, dass ich nach Götze einfliege. Obwohl Götze, wie gesagt, eigentlich schon Grund zum Jubeln genug ist. Ja, Touré, Innenverteidiger habe ich eigentlich momentan. In der Premier League genug. Also weg. Weil brauche ich nicht. 7 passen noch auf die Transferliste. Also das nächste Pack. Ein gratis Goldset haben wir ja auch noch am Ende. Das werde ich wahrscheinlich gleich mal einlösen, damit ich dann nicht da noch einen ziehe, den ich schon habe und dann kann ich den nicht mehr benutzen. Ja, ich habe so viele Bälle. Ich brauche nur den Bundesliga-Ball. Dann kommen wir jetzt mal kurz hier das Gratis-Set. Und... Toll. Na gut, hätte ja sein können, dass hier jetzt dann hinterher ein Seltener drin ist, den ich schon habe oder so, dass da hier nochmal ein Götze kommt und den kann ich dann, muss ich dann plötzlich abstoßen, weil ich keinen Platz mehr habe. Das wäre dann sehr ärgerlich. Deswegen... Jetzt mal zwischendurch reingeschoben, das eine. Und was gibt's? Was gibt's? Na, immerhin nochmal 1000 Münzen. Kann ich mir den neue jetzt bald doch leisten? Nur durch die Münzen, die ich in den Packs ziehe. So. Werden aber vermutlich auch bis zur PlayStation 4 Version die letzten FIFA Points sein, die ich hier rein investiere. Sind die auch erstmal genug? Ich krieg ja auch immer noch durch Vorbesteller und durch Season-Ticket, was ich hier habe, kriege ich ja immer noch wöchentlich 2 normale Gold-Packs geschenkt. Rosenthal, der spielt auch noch. So alt ist der, glaube ich, auch noch gar nicht. Aber der ist ziemlich schlecht. Und... Komm schon. Jetzt bin ich noch nicht mal mehr hier seltene. 4000 Münzen. Ich dachte immer, 4000 Münzen wäre das Höchste und plötzlich hatte ich gestern mal... Nee, gestern war das nicht. Ich sag immer gestern. Beim letzten Mal hatte ich dann plötzlich meine 5000 Münzen gezogen. Ja, aber an sich sind das dann 1000 Münzen mehr, ne? War auch eine glitzernde goldene Karte. Warum sind das dann nicht alles 5000 Münzen? Beim letzten Mal hatte ich jetzt abgebrochen, nachdem ich die ganze Zeit plötzlich nur noch keinen einzigen seltenen Goldspieler mehr drin hatte. Also das ist das... Man hat doch nicht mal mehr einen seltenen und nicht mal mehr einen schlechten seltenen und nicht mal mehr einen Van Beuten beispielsweise. Noch nicht mal mehr so einen hat man da drin, der ja wirklich fast gar nichts wert ist. Und der geht ja noch nicht mehr für 600 weg teilweise. Oh, Diego Lopez. Oh, das könnte schon... Na? Stammtorhüter bei Real Madrid, also bitte.
83 finde ich dann noch ein bisschen schwach bewertet. Was sagen denn die Angebote? Ja, weil er so schlecht bewertet ist, geht er auch nur für 1500 bis 2000 weg. Schade! Wie ich eben gelesen habe, die gelobt ist, habe ich erst gedacht, cool, aber als ich die Bewertung gesehen habe, habe ich dann merkwürdig. Also ein Stammtorhüter von Real Madrid bewerte ich persönlich schon besser als 83. Auch wenn er Champions League nicht spielt, aber das nur, weil Casillas sonst Amok laufen würde da unten. Wenn der gar nicht mehr spielen dürfte, der darf dann halt in der Champions League ran, aber an sich ist ja Diego Lopez, weiß ich nicht, den so schlecht zu bewerten, oder was nicht, durch normale Gold-Set. Das lösen wir jetzt aber nicht direkt ein. Warten wir ab, bis wir noch ein oder zwei in der Transferliste frei haben, und dann lösen wir die einen, falls wir noch welche kriegen. Weil wir kriegen ja maximal einen seltenen Spieler daraus. Maximal. Oh, noch ein Podolski, der ist glaube ich auch so um die 10.000 wert. Vor allem durch die 81 Tempo und gleichzeitig 87 Schuss, die sind schon... Kann ich hier mal kurz gucken, Preisvergleich. Ja, 7.000. Zur guten Zeit 8.000 bis 9.000, sag ich mal. Also dieses Pack hier hat sich auf jeden Fall rentiert, sag ich mal. Es würde ja theoretisch, würde das Pack ja 7500 Münzen kosten. Und ja, da wir allein durch Podolski 7000, vielleicht sogar 9000, wenn ich Glück habe, rauskriegen. Und die anderen ja auch noch alle haben. Ist das eins der Packs, die sich auf jeden Fall rentieren. Genauso wie das Götze-Pack, das hat sich ja auch auf jeden Fall bezahlt gemacht. Aber halt ganz, ganz viele Packs dazwischen, wo halt auch nicht mein seltener Goldspieler drin war, die haben sich halt alle nicht bezahlt gemacht. Samoa. Boah, wird wahrscheinlich auch nicht so viel wert sein. Ja, auch so 2000. 2000. Mit einer guten Zeit 2500. Ja. Das hatte ich beim letzten Mal auch so, dass dann so der Knüller fehlt, der Knaller, dann so der Nasri war da und dann kam nichts mehr. Dann, jetzt war der Götze da und dann kam jetzt auch erstmal Ebbe, sage ich mal. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück und kriegen in diesem Pack-Opening noch was. Aber sieht der erstmal nicht so aus. Ach, so ein Messi oder so ein Ronaldo oder so ein Bale. Oder so ein Neymar. Ich wäre auch mit einem Puyol zufrieden oder mit einem Rooney. Schweinsteiger ist auch okay. Lewandowski jetzt hier in den Form wäre auch toll. Vielleicht würde ich mich über Neuer gar nicht so freuen, weil ich den sogar für mein Team gebrauchen könnte. Und dann wieder kein Geld kriege. Ich will ja mal Münzen haben hier. Das heißt, irgendein Ziel, den ich gar nicht gebrauchen kann. Zum Beispiel so ein Messi. Lewandowski F kann ich auch gebrauchen. Ja gut, aber wahrscheinlich ist es doch sinnvoller, gleich wen zu ziehen, den man gebrauchen kann. Anstatt den dann irgendwie... Anstatt jetzt wen zu bekommen, den man nicht gebrauchen kann, dann hoffen, dass man den gut verkauft und hoffen, dass man den anderen dann wieder billig kriegt. In Form! Jawoll! Ho! Zwar nicht gut, aber in Form. Hallo? Ich bin glücklich. Wie viel kriege ich denn dafür momentan auf dem Transfermarkt? Gibt es da überhaupt einen drin? Hier nicht, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Boah, ist das immer kacke, so einen Wert von so einem Informspieler rauszubekommen. Werde ich vielleicht gleich kurz im Internet gucken. Weil wenn man hier einen findet, dann ist das ja auch nichts aussagend. Dann hat ja da einer reingestellt, weil der auch nichts gefunden hat. Ist auf jeden Fall nicht so häufig. In den nächsten 4 Minuten geht da keiner durch. Bei solchen Informspielen ist es natürlich auch immer so, je länger man den behält, umso höher steigt der Wert. Das Problem ist natürlich, dass wenn jetzt so ein Marquinhos da nochmal in den nächsten 3-4 Wochen ins Team der Woche kommt, dann hat man da eine zweite IF-Form von, die ist besser als die erste und dann ist der hier fast nichts mehr wert oder weniger wert. Fast nichts mehr ist auch übertrieben, aber weniger wert und dann ist das schon sehr ärgerlich.
Ach, was ich auch sehr ärgerlich fand, der Baines, den ich da zum Beispiel in meinem aktuellen Team habe bei der Premier League, den habe ich gestern aus einem normalen Goldpack, den ich mir von meinen Münzen mal gekauft habe, ich den gezogen. Also am Donnerstag. Und am Mittwochvormittag war der noch EF. Da habe ich mich geärgert. Aber okay. Da habe ich, glaube ich, noch den anderen gezogen. Der war die Woche vorher auch auf EF. Auf Inform. Da habe ich gleich zwei Leute innerhalb von drei Packs gezogen, die alle vorher in Inform waren. Da habe ich... Ach. Das war ärgerlich. Na, hier finden wir nichts. Ich guck mal kurz im Internet nach. Schmeiß ich mal kurz meinen Controller runter. Kein Problem. Marquinhos. Der ist noch nicht eingetragen. Ja gut, was machen wir dann? Brr. Wie viel ist der normale Wert? Der normale ist so 1400 wert. Oder würde ich sagen, stellen wir den dann mal irgendwie für 140.000 rein, würde ich mir vorschlagen. Einfach mal als Startgebot. Vielleicht ist auch nicht so viel wert, keine Ahnung. Wo soll ich das auch wissen, wie viel der wert ist? Den gibt's auf dem Transfermarkt nicht. Und hier im Internet gibt es auch noch keine Werte für den, weil der wahrscheinlich noch zu wenig verhandelt wurde. Kann ich doch nicht wissen, wie viel der wert ist. 140.000 mache ich Startgebot. Vielleicht mache ich auch 200.000 Startgebot am Anfang. Und hoffe, dass das irgendjemand kauft. Wahrscheinlich ist er im Endeffekt, weil er so gut war, er ja nicht. Obwohl, es war ein Innenverteidiger und mit 79 Tempo ist schon okay, aber hat natürlich noch so dieses Ich-will-haben-Wert, sage ich mal, wenn er so ein Informspieler ist. Aber an sich, wenn ich mir so also die Werte angucke, hier 79 da Tempo, dann 81 Verteidigung und nur 74 Kopfball. Das gibt schon einige bessere. Der ist wahrscheinlich noch nicht mal 100.000 wert, aber ich stelle ihn einfach mal rein. Einfach reinstellen. Oh, den hatte ich beim letzten Mal auch. Den Mikel Arteta. Ne, den hatte ich beim letzten Mal. Den hatte ich im Anfangspack. Den hatte ich im allerersten. Man kriegt ja am Anfang, wenn man so ein paar Jahre, wenn man so einen Treuhaltsbonus, sage ich mal, bei FIFA Ultimate Team, kriegt man ja dann so drei oder vier Goldpacks geschenkt. Vier waren es, glaube ich. Und in den vier Goldpacks hatte ich hier Mikel Arteta zum Beispiel drin. Der ging, glaube ich, am Anfang auch so für die 2000 weg. Vielleicht sogar 3.000 oder 4.000. Guck ich mal, wie viel der jetzt momentan ist. Ja, 2.000. Wie gesagt, in der guten Zeit ist der auch 3.000 wert. Der hat sich also nicht wirklich gesteigert, auch nicht wirklich verringert in seiner Preiskategorie. Jiracek und Lamela. Den habe ich ja momentan sogar in meinem aktiven Team. Wie viel wäre der denn eigentlich wert? Ich wollte mir eigentlich einen anderen rechten Mittelfeld-Dingens da kaufen. Den gibt es schon auf dem Transfermarkt. Oder spinnt Ultimate Team mal wieder rum. Wollte ich schon sowieso mal wissen, wie viel der wert ist, weil ich mir eigentlich einen anderen rechtes Mittelfeld da kaufen wollte, sobald ich genug Geld habe. Nani, so. Nani wäre eine Alternative, der sah mir ziemlich gut aus. Weil der hier, weiß nicht, der hat zwar so ein, zwei Tore gemacht und schon so drei, vier Vorlagen gemacht, aber so wirklich überzeugt hat er mich noch nicht. Deswegen wollte ich da noch einen anderen haben. Vielleicht kriegen wir da noch einen anderen. Und diesmal gibt es CC. War eine Alternative, hatte ich eigentlich versucht, den anstelle von Dembaba zu holen. Dann habe ich aber gesehen, dass Dembaba eigentlich doch noch den besseren Abschlusswert hat im Kopfball und im Schuss. Und da habe ich mich dann für Dembaba entschieden. Deswegen wusste ich gestern auch noch, wie viel der wert ist. Mittlerweile nicht mehr. Ach, nein. Also der ist nichts wert. Problem in der Premier League ist nun mal, dass es da zu viele schnelle Stürmer gibt, sage ich mal. Es gibt da Dembaba, es gibt da natürlich als Sahnehäubchen oben gibt's Eto'o, dann gibt's Walcott und hier CC und was weiß ich, da gibt's so viele. So viele, dass halt so etwas schwächere davon halt für nichts weggehen, wie man hier gerade sieht.
Packen wir erstmal den Verein. Adebayo hatte ich auch noch gezogen beim letzten Mal. Der ist auch nichts wert. Hat ungefähr ähnliche Werte, wie hier sie sehe. Ja, also der Knaller fehlt halt noch, aber... Ja, der Knaller, was heißt der Knaller? Wir haben einen Informspieler und einen Götze. Man wird dann immer schnell überheblich. Und ich habe ja, sage ich, auch nur 50 Euro für diese Points ausgegeben, für die PlayStation Network-Karte, weil die anderen Points, die hier auf meinem PlayStation Network-Konto rumgammeln, sage ich mal, die wären ja eh weg. Ich meine, die... Oh, Welbeck? Welbeck? Und der hat auch vernünftige Tempowerte. Vielleicht ist der was wert, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus mit 85 Tempo. 2000 auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob der noch hochgeht. Der läuft ja gerade ab. Ne, 2300 geht der wohl weg. Egal. Immerhin habe ich dann nochmal 2000. Was ist der andere Wert? Das ist eigentlich eine Liga. Ist das auch... Ist das da auch eine englische? Ne, ist kein englisches Team. Warte, das muss ich nur mal kurz gucken. Was ist denn das für ein... Nein. Da war das, ne? FL Championship, Kanada. Ist wahrscheinlich auch eine kanadische Mannschaft mit Verein. UPR kenne ich nämlich nicht. Vielleicht die kanadische Liga. Also die spielt schon mal keine Sau. Aber vielleicht ist das der beste Spieler oder der beste linkes Mittelfeld in der Liga. Kann ja sein, dass der deswegen besser weggeht. Auch wenn die Liga keine Sau spielt, aber die, die die Liga spielen, die kaufen den trotzdem nicht. Hätte ja sein können. Entschuldigung. Alle zum Verein. Und eins holen wir uns noch. Vielleicht holen wir uns auch noch zwei. Auf jeden Fall habe ich meinen allerersten Informspieler und darüber bin ich auf jeden Fall schon mal sehr glücklich. Auch wenn ich damit nichts anfangen kann und der vermutlich auch nicht so viel wert ist. Bin ich trotzdem glücklich. Und Götze ist auch kein schlechter Zug. Aber wie gesagt, wenn man hinterher so den Vergleich zieht, wie viele Points man dann tatsächlich hinterher rausgehauen hat und wie viele Packs man geöffnet hat, und dass man da dann wirklich nur zwei gute Spieler drin hat, dann muss man da wirklich schon überlegen, ob man sich dann nochmal Packs ziehen möchte. Das hatte ich beim letzten Mal schon, als ich dann wirklich hinterher dann sehr viele Points weg hatte und dann nur mit Nasri da stand, da habe ich dann schon gedacht, machst du es jetzt nochmal oder lässt es jetzt sein? Aber dann habe ich mir jetzt gedacht, so machst du nochmal, auch für die Zuschauer hier nochmal ein Riesen-Pack-Opening und so was ähnliches wird wahrscheinlich auf der PlayStation 4 dann nochmal geben. Aber ich weiß nicht, ob ich das so privat nochmal machen soll. Weil an sich so wirklich rentieren tut es sich noch nicht. Natürlich, wie gesagt, wenn jetzt hier irgend so ein Hammer-Spieler jetzt in den letzten Packs kommt, dann sage ich, das alles, was ich vorher gesagt habe, ist dann umsonst gewesen und ich kann hier jubeln, was weiß ich. So, wenn hier einer drin ist, der nicht doppelt ist und selten ist, dann könnte es sein, dass das hier schon das letzte Pack war, was wir erstmal ziehen. Aber nein, den hatten wir... Der ist wahrscheinlich überhaupt nichts wert, weil der nur 84 Tempo hat. 54 Tempo. Nur 84 Tempo. 54 Tempo hat. Also wir gehen so langsam ins Ende des Pack-Openings. Wird wahrscheinlich so aussehen, als wenn wir dann hier genau die Hälfte der FIFA-Points wegkriegen. Da bin ich wieder schon kein einziger Seltener hier wieder dabei. Das ist doch so kosten ist das. Na... Kommt noch mal so ein Hammer am Ende? Nein. Doch kommt kein Hammer. Der Rocket Santa Cruz. Ein Malaga. Ach. Ich möchte den Zuschauern doch hier noch mal einen super brillanten, geilen Spieler zeigen. Oh, Kurani, den gibt's auch noch.
Hatte ich früher bei FIFA 13, hatte ich den sehr oft. So, die 1000 Münzen lösen wir ein, den packen wir auf den... Wenn ich ihn vereine, packen wir auf den Tauschstapel. Die kommen hier alle in die Liste, der kann weg. Und jetzt werden wir erstmal das Goldpack öffnen, würde ich sagen. 30.000 Münzen haben wir jetzt schon und wir haben noch die ganzen Spiele noch nicht verkauft. Ich glaube, das nächste, was ich mir leisten werde, ist dann irgendwann mal ein neuer. Wir können einen vernünftigen Torwart auch in der Bundesliga-Mannschaft haben. Na, gibt wohl noch ein paar Backs. Ich will... Na, bei 49 höre ich dann auf, nicht, dass wir dann zwei gute Spieler in den nächsten Pack haben, aber... Bis zu 49 oder sogar 50, je nachdem, was es gibt, möchte ich dann schon den Tauschstapel haben. Bevor wir hier aufhören, das hatte ich versprochen, dass wir den Tauschstapel so gut wie voll machen. Das hat sich auch... Aber dafür brauchen wir auch mal wieder einen seltenen Spieler hier. Und nicht immer dieselben. Komm schon. Einen noch. Einen Hammer. Und dann höre ich auch auf. Wenn wir jetzt hier noch einen richtig raushauen, dann war's das. Aber tut man nicht. Wir kriegen doch nicht mehr seltene Spieler. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Das meine ich. Das ist, die Phase hatte ich beim letzten Mal auch, dass ich dann gesagt habe, ach, machst du jetzt wirklich noch Fever Points? Lohnt sich das? Weil, boah, kriegst ja phasenweise gar nichts mehr. Ah, Shifu ist dann wieder so ein Mittelding zwischendrin, ne? Hm. Naja. Wie gesagt, Götze war ja eigentlich schon lang genug. Aber man sieht natürlich dann auch immer bei so anderen Leuten, die Packs ziehen, die dann alles so drin haben. Dann denkt man sich hinterher auch, ach, warum habe ich nicht so ein Glück? Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Packs ich jetzt schon beim letzten Mal Pack ziehen und beim jetzt Pack ziehen geöffnet habe, dass ich dann nur einen Nasri, einen Götze und jetzt so einen Informspieler hatte, der ja normalerweise... War ja schon Glück, dass der jetzt diese Woche überhaupt in Form ist, sonst wäre ich ihn ja gar nicht. Sonst wäre der ja auch noch schlecht gewesen. Hätte ich ja wirklich nur einen Götze und einen Nasri gehabt. Das ist an sich dann schon sehr, sehr, sehr viel Pech auf einmal. Oder die anderen, die ich gesehen habe, hatten halt einfach alle sehr, sehr viel, viel Glück. Das kann natürlich auch sein. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass. Das, was die hatten, weil das ja mehrere waren, die ich dann gesehen hatte, dass die normal waren und ich einfach Pech habe. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Ich würde sagen, wir machen noch bis 7000 oder bis unser Voll...